this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu wieder mal einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute am Dienstagabend, 21. August 2018, einmal noch ein sehr schöner warmer Sonntag hier in Belgien. Auch in Deutschland habe ich gehört, nicht soll es nicht ganz so schlecht gewesen sein. Und da habe ich mich wieder eingefunden zum zweiten Mal, genau wie gestern, wo wir eigentlich die erste richtige volle Lesung geplant hatten für Kapitel 7 hinter den Diktatoren, den Drahtzichern auf der Schliche, Kapitel 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten, aber es hat uns so weit weggetragen, dass wir noch zurück in Kapitel 6 gingen und über den österreichischen Habsburg da und sowas gesprochen haben. Wie gesagt, wir haben nur einen Absatz geschafft, den werden wir dann auch gleich nochmal lesen, aber genauso wie gestern bin ich auch wieder heute begleitet von meinen beiden Brüdern aus Deutschland, dem Michael und dem Viktor. Alle beide herzlich willkommen. Erst Michael, schönen guten Abend. Ich hoffe, alles ist in Ordnung und wir können gleich loslegen. Alles gut, ja? Alles gut. Alles gut, wir können loslegen. Prima. Ich dachte, ich erwarte, dass du noch zwei, drei Worte mehr sagst, aber gut, kein Problem. Gut, Viktor, bei dir auch alles in Ordnung? Jo, moin moin. Hier auch alles gut soweit und wieder schön mit euch verbunden zu sein für die nächste Lesung. Und dann kannst du auch gerne soweit dann losgehen. Ja, finde ich auch. Machen wir halt diese kleine Einleitung alles. Gut, also das PDF habe ich hier offen und wir fangen nochmal an. Kapitel 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Und wir lesen nochmal den ersten Absatz, den wir ja letztes Mal schon besprochen haben. Da werde ich nur mal eben kurz zurückgehen und den lesen. Aber natürlich nicht mehr auf die angedeuteten Kommentare, die da drin eingehen. Das haben wir ja gestern bereits gemacht. Eine raffinierte Maskerade war schon immer charakteristisch für die politischen Aktivitäten des Jesuitenkatholizismus. Jesuit ist ein Wort in all unseren Wörterbüchern, das als Synonym für subtile Duplizität, Indirektion und Unaufrichtigkeit definiert ist. Ja, interessant, fällt mir doch mal eben dazu ein. Jesuit ist ein Wort, das für Unaufrichtigkeit definiert ist, wo das Wort Jesus, was darin steckt, genau das Gegenteil bedeutet und für die Wahrheit steht. Denn Christus, Jesus Christus, ist die Wahrheit. Na? Komischer Gegensatz, wenn man sich da mal das eben überlegt. Die Geschichte zeugt von der unbestreitbaren Tatsache, dass der Jesuitenorden, der 1540 zum ausdrücklichen Zweck der Gegenreformation gegründet wurde, sich in der Kunst der machiavellischen Doppelzüngigkeit hervorgetan hat. Es ist eine Organisation, die auf militärischem Wege für die politische Wiederherstellung des römischen Papsttums gegründet wurde und ist der einzige Orden in der katholischen Kirche, der ihre Mitglieder durch einen besonderen Eid zu diesem Zwecke bindet. Er bedient sich der tief verwurzelten religiösen Bedürfnisse des menschlichen Herzens, um einen aus sozialer Sicht offenkundig politischen und reaktionären Plan durchzuführen. So, jetzt mal eben hier das Bild an der Seite verändern über die Buchlesung und dann werde ich die Buchstaben noch ein kleines bisschen größer machen, dann könnt ihr das auch noch leichter mitlesen. Und dann mal sehen, auf 150%, ja, das klappt nicht ganz. Machen wir 140, das müsste gehen, ne? Und dann kann man das noch ein bisschen leichter lesen. Das ist ja für die Kamera immer angenehm so. So, dies ist eine Tatsache, die heute im Hinterkopf behalten werden muss, um zu verstehen, was hinter den Angriffen des Nazifaschismus gegen die liberalen Verfassungen protestantischer, demokratischer Länder steht. Die heutigen Ereignisse erscheinen als eine Masse von Widersprüchen und konfusen Paradoxien, die, wenn sie vollständig verstanden werden sollen, eine höchst akkurate Analyse erfordern. Dafür haben wir uns hier eingefunden, um eine höchst akkurate Analyse zu machen und die basiert sich vor allen Dingen auf der Heiligen Schrift, gegen die wir alles andere messen. Um die wirklichen Kräfte aufzudecken, die um hohe Einsätze spielen, reicht es nicht aus, die bloße Oberfläche der Dinge zu untersuchen, während sie passieren. Es ist notwendig herauszufinden, wer hinter den Kulissen die Fäden zieht. Sonst erreichen wir nicht die wahren Schuldigen, sondern nur die Marionetten, die von ihren politischen Herren vorgeschoben werden, um die Hauptlast des ersten Angriffs zu vertuschen. Da haben wir ja gerade eben sehr schön in diesem letzten Satz gelesen, warum das Buch heißt Den Drahtziehern auf der Schliche, der deutsche Untertitel, den wir gewählt hatten. Ja,
Und wenn wir über diese Hauptlast des Angriffs, der vertuscht werden soll, sprechen, da habe ich mir, wie ihr seht, einen Kommentar zugemacht. Und den werde ich dann jetzt auch mal eben aufmachen und dann vorlesen. Das gehört ja alles zur Vorbereitung dazu. Jetzt geht es genau darum. Worum? Um die Hauptlast dieses ersten Angriffs zu vertuschen und für uns, um das aufzudecken. Genau darum geht's. Die Jesuiten sind Meister der Tarnung und verstecken sich hinter allen Organisationen, die sie ursprünglich erfunden haben. Das heißt, die von den Malteserrittern gegründete Bilderberger Gruppe. Dasselbe gilt für den CFR, ja, also der Council on Foreign Relations. Und auch für die Vereinten Nationen und zahlreiche andere Organisationen, worunter auch sehr viele NGOs, dieses Neudeutsch für Non-Governmental Organizations, was steht für Nichtregierungsorganisationen. Und wer da mehr drüber lernen will, dem rate ich dringend an, wenn er Englisch kann, die Lesung, die ich mit Brett Norman mache, von Cold World Babylon sich anzuschauen. Da werden all diese Gruppen, hinter denen sich die Jesuiten verstecken, allemal genannt und enttarnt. Sie verstecken sich hinter dem weltweiten Bankensystem. Ja, das Federal Reserve System in den Vereinigten Staaten von Amerika ist von den Jesuiten aufgerichtet. Und die BIZ in Basel, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die von den Rothschilds geleitet wird, ist eine Jesuitenbank im Hintergrund. Sie kontrollieren die Medien, da muss ich ja nicht mehr allzu viel drauf eingehen. Das habe ich bereits in Herrscher des Bösen getan und habe euch Inter Mirifica und Miranda Prorsus beigebracht. Diese beiden päpstlichen Enzykliken von 1958 und 1963, in denen ganz deutlich darin steht, dass die römisch-katholische Kirche es als ihr Geburtsrecht ansieht, alle Medien zu besitzen. Und zwar Mainstream, soziale Medien und alternative Medien. Und sie kontrollieren über alle Arten von Geheimgesellschaften auch alle Regierungen der Welt. Durch sie gelenkte päpstliche Ritterorden haben sie die Kontrolle über den weltweiten Handel, also die Globalisierung. Ja? Kurz alles, was man im Buch der Offenbarung Kapitel 18 lesen kann. Und vor allen Dingen Kapitel 18, Vers 23, finde ich da sehr interessant. Ich schlage den mal eben auf hier. Ich habe ja hier meine Online-Bibel, werde ich mal eben aufmachen. Die Schlachter 2000. Und dann gehen wir hier mal auf die Schlachter und hier runter auf das Buch Offenbarung. Und dann gehen wir da auf Kapitel 18. Ja, da muss man eben mal sehen, das Gericht über Babylon. Und wenn wir dann den Vers 23 zum Beispiel lesen, da steht geschrieben: Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute, genau das, worüber wir gerade sprechen, der weltweite Handel, waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das Wort Zauberei ist im Griechischen das Wort Pharmakeia. Da kriegen wir unsere Pharmazie heute her. Pharmazeutische Produkte sind nichts anderes als, ich sag's jetzt mal, bei den Galliern hieß das damals der Zaubertrank und Miraculix war der große Mixer von all diesen Zaubertränken. Und das ist alles Zauberei und Hexerei. Und was anderes ist das bei der Pharmaindustrie auch nicht. Ja? Fauler Zauber. Bitte? Fauler Zauber. Fauler Zauber, ja, ja, das hast du schön gesagt. Ja, fauler Zauber, das ist ganz richtig. Ja. Also, alles, was wir in Kapitel 18 der Offenbarung lesen können, wie gerade eben in Vers 23. Sie wurden als militärischer Orden gegründet, was man nie vergessen darf. Hatten wir ja auch gestern darüber gesprochen, wie das genau ablief, 1534 in Paris. Und wurden dann durch die päpstliche Bulle Regimini Militantes Ecclesiae von Antichrist Papst Paul III. Ordiniert. Und durch sie wird das Papsttum zum König der Könige und zum Herrn der Herren gemacht. Der Papst jedoch ist nur eine Marionette auf dem Thron, die aufhören wird zu leben, wenn sie seinem Herrn, den schwarzen Papst, nicht völlig gehorsam ist. Selbst Papst Franziskus von heute, der selbst ein Jesuit ist, weiß,
dass er den Befehlen folgen muss, die ihm gegeben werden. Und wir können zur Bestätigung in dem neuen Buch von P.D. Stewart, ich hatte ja gerade eben erzählt, P.D. Stewart hat das Buch geschrieben, Cold World Babylon, das ich mit Brett und in den letzten Kapiteln dann mit Michael noch dabei, das wir dann zu dritt gelesen haben, gelesen. Und der hat ein neues Buch rausgebracht, was aber leider noch nicht erschienen ist. Da warten wir im Grunde schon seit 2016 drauf. Und ja, okay, das ist jetzt nicht das richtige Bild. Ich hatte mir hier ein Bild rausgesucht. Hier habe ich es. Lord Francis. Ja, so seht ihr das Bild hier. Pope Francis, Lord of the World. Ja, also Papst Franziskus, Herr dieser Welt. Überraschende Offenbarungen, die das Leben von Papst Franziskus Reform bedrohen. Und Time Magazine hat diesen Antichristen zur Person des Jahres erklärt. Der erste jesuitische Pontiff und seine Visionen und Blicke auf den Reichtum und das Ende dieser Welt. Das ist der Untertitel des Buches von P.D. Stewart, das wir hier gerade sehen. Und aus der Beschreibung dieses Buchs, das man erwerben kann bei dem Verlag Lux Verbi, wenn es das dann endlich mal gibt, weil wie gesagt, Brett hat da 3 Exemplare von bestellt und bezahlt, und das schon seit 2 Jahren und wir haben das immer noch nicht, das Buch. Aber wenn es das Buch dann irgendwann mal gibt, dann kann man hier draus eine bestimmte Sache lesen. Und das ist das, was ich hier bereits in den Kommentar mit reingeschrieben habe. In diesem Buch, ja, sagt, also mit dem Untertitel Überraschende Enthüllungen, die Reformen von Papst Franziskus bedrohen, wie zitiert wird, Zitat, wird Franziskus die Freiheit gewährt, gegen das Diktat des Jesuitengenerals zu handeln? Das ist eine Frage, die hier gestellt wird. Nun, wenn man von Franziskus Einschränkungen spricht, wahre Reformen durchzusetzen, zitiert P.D. Stewart den von Jesuiten ausgebildeten Graf Campello, einen einst hoch angesehenen Kanoniker des Petersdoms und ein großer Freund eines früheren Papstes, der, als er diese Tatsache illustrierte, einen Kreis zog und sagte, innerhalb dieses Kreises ist er, der Papst, frei zu handeln. Wenn er es kreuzt, also wenn er diesen Kreis überschritt, wenn er daraus heraustritt, dann ist er ein toter Mann. Der weiße Papst, wie sie ihn nennen, ist eine Marionette an den Fäden des schwarzen Papsts, des Generals der Jesuiten. Und für diejenigen, die Englisch können, möchte ich mal kurz eben aufzeigen, ich habe da letztens ein Video auf meinem Kanal drüber veröffentlicht, dass diejenigen, die Englisch können, sich vielleicht gerne mal anschauen möchten. Das ist nicht lange, aber es ist ein wunderbares Gedicht, ja, das ich vorgelesen habe aus dem Buch von Henry Gretton Guinness, The City of the Seven Hills. Das Video ist es hier, das zeige ich euch eben mal. The Power Behind the Pope, ja, also die Macht hinter dem Papst. Ein anderer Papst hinter dem Papst, den wir kennen. Ja, the power behind the Pope, another Pope behind the Pope we know. Das ist ein wunderschönes Gedicht, weil das ganze Buch von Henry Gretton Guinness wurde in Gedichtsform geschrieben, zumindest der erste Teil, die ersten 200 Seiten. Da habe ich schon einige Teile daraus vorgelesen und dieses ist ein wunderbares Gedicht, wo das ganz genau deutlich gemacht wird, dass der weiße Papst im Grunde lebt in der Gnade, nenne ich es mal, des schwarzen Papstes. Ja? Wir leben als Christen in der Gnade von Jesus Christus, aber hier lebt der weiße Papst auf wegen der Gnade des schwarzen Papstes. Wird hier schön dargestellt. Ist ein interessantes Video, kann man sich mal anschauen, wenn man Englisch kennt. So, soweit also zu dem, wie der Angriff vertuscht wird und wie wir diesen Angriff jetzt aufdecken möchten. Michael und Viktor, wenn ihr Bemerkungen habt, dann bitte, dann unterbrecht mich gerne mal. Ne? Alle bisherigen Bemühungen in Amerika, die Kräfte des Faschismus, des Nationalsozialismus und des Kommunismus zu bekämpfen, um die Errungenschaften von Liberalismus und Demokratie zu schützen, sind durch die Tatsache zum Erliegen gekommen, dass nur wenige wissen, dass ihre Hauptstärke in ihrer Ideologie liegt. Ja? Wir sprechen hier also von der Ideologie der Jesuiten. Auch hier
habe ich einen Kommentar vorbereitet, auf den ich eben nochmal eingehen möchte. Ich muss ihn nur eben ein wenig größer machen, dass ich das auch leichter lesen kann hier. Hier gibt es noch ein größeres Problem, das glaube ich nicht einmal der Autor, also Leo Herbert Lehman in diesem Fall, versteht. Nämlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika von jesuitisch gebildeten Katholiken gegründet wurden. Und ich spreche hier ganz deutlich von der Regierung dieses Landes, nicht von den armen Seelen, die vor der päpstlichen Verfolgung aus Europa flohen und dachten, dass sie durch die versprochene Religionsfreiheit dem Zorn und der Verfolgung des Antichristen entkommen würden. In den englischen Kolonien, also die Zeit der Vereinigten Staaten von Amerika vor 1776, hatten Katholiken kein Recht, ein politisches Amt auszuüben, bis 1776, als durch das Verfassungsrecht der Religionsfreiheit auch die Katholiken dieses Recht erhielten. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und wer da etwas mehr drüber lesen möchte, deswegen habe ich das hier geschrieben, für ein besseres Verständnis dessen, was ich hier erzähle, weil ich kann ja nicht alles bis in die Ewigkeit nochmal wiederholen und wiederholen. Falls ihr irgendwelche Zweifel an der Richtigkeit meiner Aussage hier habt, dann seht euch meine Buchlesung vom Herrscher des Bösen und vielen weiteren Vorträgen an, zu finden in der Spielliste Stunde der Wahrheit. Ja? Und Herrscher des Bösen findet ihr in der Spielliste Rulers of Evil, Herrscher des Bösen. Die letzten 13 Videos, glaube ich, sind die deutschsprachigen. Davor ist es die englische Buchlesung des Buches Rulers of Evil. Das ist in einer Spielliste zusammengefasst. Es gibt auch eine Spielliste auf meinem Zweitkanal, die heißt Herrscher des Bösen. Da sind diese Videos, 12 oder 13 Stück, alle drin. Schaut euch das dann gerne an. Ja? Recherchiert selbst. Weil ich habe viele Links in allen meinen anderen Arbeiten angefügt, um zu überprüfen oder um euch zu helfen, um es zu überprüfen, was ich hier gesagt habe. Und sogar die Bibel bestätigt meine Behauptungen in Offenbarung 13, wenn sie richtig verstanden werden. Also zitieren wir mal eben aus der Bibel Offenbarung Kapitel 13 aus der Schlachter 2000, wo wir lesen in den Versen 11 bis 14, Zitat. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es für die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Ich will jetzt auch gar nicht zu weit in die Analyse der Bibel, der Offenbarung 13 hier eingehen. Aber wir sehen ein anderes Tier, ein anderes Biest aus der Erde aufsteigen. Das ist also eine unbevölkerte Gegend, weil wir bereits am Anfang der Offenbarung 13 lernen, wo wir über das erste Tier oder die erste Bestie sprechen, dass das Tier aus dem Meer kommt. Und das Meer wird an einer anderen Stelle in der Bibel, wenn ich mich richtig erinnere, Offenbarung 17, erklärt. Das ist ja das Tolle an der Bibel, sie erklärt sich selber. Es gibt keine persönliche Interpretation von Bibelprophezeiungen, weil die Bibel erklärt sich immer selbst. Und im Kapitel 17 wird erklärt, dass mit dem Meer viele Nationen, Sprachen und Menschen gemeint sind. Ja? Und das Gegenteil vom Meer ist die Erde. Also, wenn das Meer repräsentiert wird durch viele Völker, Menschen und Sprachen und Menschenmassen, dann repräsentiert die Erde das genaue Gegenteil. Und dass der Kontinent von Nord- und Südamerika im Vergleich, vor allen Dingen Nordamerika, im Vergleich zu Europa sehr spärlich bewohnt war, will ja wohl, glaube ich, niemand abstreiten. So, und es kommt, wenn es aufsteigt aus der Erde, hat es zwei Hörner gleich einem Lamm, also wie Jesus, es erscheint göttlich, aber es redet wie ein Drache. Man kann auch sagen, mit gespaltener Zunge. Ist das nicht ein Ausdruck, den die sogenannten Indianer immer gebraucht haben? Na? Und der sich auf die Schlange bezieht. Ne? Ja, die sagten doch immer, die Bleichgesichter reden mit gespaltener Zunge. Ne?
Ja, kann man mal sehen, wie viel Wahrheit in diesem Spruch liegt, über den man vielleicht noch bisher gar nicht nachgedacht hat. Kommt mir auch gerade erst eben die Idee. Immer wenn man diese Indianerfilme sieht, so von früher, diese Westernfilme und so, wird immer gedacht, die Bleichgesichter sprechen mit gespaltener Zunge. Ja, die reden wie Ja. ein Drache, die sorgen dafür, dass das Lamm eben der Drache wird. Ja? Und Biblische Prophezeiung. als Naturvolk haben sie natürlich dann auch einen sehr starken animalischen Bezug, also zur Tierwelt. Und als gespaltene Zunge wäre beispielsweise jetzt auch noch Serpent oder die Schlange halt Die selber. Schlange, ja. Ja, Ja. deswegen sage ich jetzt Drache, weil Drache in der Ja. Bibel ist ja, was wir heute Dinosaurier nennen, das sind ja Drachen in der Bibel. Ne? Das Wort Dinosaurier gibt es ja erst seit 1840, ne? Oder 1841. Davor gab es das Wort nicht. Davor sprach man immer nur von Drachen. Und da gab es natürlich eben auch die Schlange, zählt ja auch mit dazu, weil das sind Reptilien. Ja, weil diese Drachen sind nichts anderes als Reptilien, die dadurch, dass sie sehr, sehr lange gelebt haben, nie aufhören zu wachsen, natürlich vor allen Dingen vor der Flut unglaublich groß geworden. Auch nach der Flut, aber dann nicht mehr so viel. Und dann sind sie irgendwann mehr oder weniger ausgestorben. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist richtig. Und eben diese Lizards, wie man sagt, Reptilien, die haben ja oftmals eben eine gespaltene Zunge. Und das ist ja eben wie ein Drache eben von daher. Und das übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Also mit anderen Worten, der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, hat eine tödlich erscheinende Wunde erhalten und die Macht, die jetzt die Macht ausübt, die der Vatikan verloren hat, ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Viele Leute sprechen ja davon, von, oh, die Amerikaner sind ja wohl oder halten sich ja wohl für den Polizisten der Welt, ne? Die haben 100, in 180 Ländern oder sowas haben sie ihre militärischen Basen aufgerichtet und die Amerikaner meinen ja überall ein Wort mitreden zu müssen. Ja, das ist auch so. Das ist biblisch, meine lieben Brüder und Schwestern. Es steht in Offenbarung 13 bereits so beschrieben. Denn wenn der Vatikan nicht mehr die Macht hat, die er hatte, dann übernimmt das zweite Biest, das aus der Erde, genau eben diese Macht und diese Funktionen. Und das lesen wir in Vers 12. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen, weil das erste Tier gibt es ja noch. Also vor den Augen des ersten Biests übt das zweite alle Macht aus und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, weil es geht um Anbetung, dessen Todeswunde geheilt wurde, 1929 mit dem Lateranen Vertrag. Amerika sorgt durch seine Macht auf der Erde und Machtdemonstrationen, militärisch und so weiter dafür, dass alle wieder den katholischen Glauben annehmen müssen. Und es tut große Zeichen, dass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen und verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Ja, was dieses Bild ist, da gibt es unglaublich viele Diskussionen drüber. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich werde mal in Englisch das Buch lesen: Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All. Dann werden meine englischsprachigen Brüder und Schwestern das zumindest ein bisschen mehr verstehen. Alexander Hislop ist da in von Babylon nach Rom auch drauf eingegangen. Da könnt ihr euch ja auch gerne mal die Abspielliste anschauen. Und die letzten Kapitel zu Gemüte führen, wo ich über den großen roten Drachen und auch das Bild gesprochen habe, das Bild des Tieres, ja. Das ist eins der letzten Kapitel in dem Buch, das kann man sich dann ja gerne mal anschauen. Und vielleicht finde ich ja auch jemanden, der irgendwann das Buch Queen of Islam, Queen of Rome, Queen of All übersetzt. Und ich habe dann noch mehr die Zeit auch gefunden, das Buch dann auch in Deutsch zu lesen. Gibt es ja auch nicht in Deutsch. Das ist von 2006. Kann man sich gratis im Internet runterladen und ist natürlich mal ganz interessant. Aber soweit erstmal, um die Bibel ein wenig mehr zu erklären. Und dass wir eben auch ganz gut verstehen, dass die Jesuiten die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an gegründet haben. Ja, es waren die Jesuiten in der Form natürlich von den Illuminaten, in der Form natürlich von Freimaurern, weil der jesuitische Orden wurde ja 1773 offiziell verboten oder abgeschafft und erst 1814 wieder in Arbeit gestellt. Und dazwischen haben sie natürlich gehandelt hinter vorgehaltener Hand oder hinter den Masken von anderen Geheimorganisationen.
Ein Kommentar. Ja, bitte. Wenn ich mir das erste Tier und das zweite Tier anschaue und lese, dass es ein Drache in der Verkleidung eines Lammes ist, dann kannst du ja da von der Maskerade ausgehen. Und wenn du schaust, dass die eigentliche Triebfeder aus dem sogenannten alten Welt, aus dem alten Europa, aus Italien oder aus Rom kommt, dann ist es ja schon ein ziemlich genialer Schachtrick, dieses jetzt auf einem komplett anderen Kontinent zu veranstalten. In der sogenannten neuen Welt, mit der neuen Weltordnung, weil ja keiner auf den Gedanken kommt, jetzt die neue Sache mit der alten zu verknüpfen und jetzt auch den kompletten Sprung über den Ozean zu machen. Das heißt, vielen ist ja gar nicht bewusst, dass letzten Endes da die sogenannten Auswanderer in die neue Welt halt auch geflüchtet sind vor der Inquisition. Das ist ja auch ein Punkt, der oft gar nicht zur Sprache kommt, der zumindest in der Schule nicht zur Sprache kommt. Worum es mir darum geht, ist, wenn du auf dem Kindergeburtstag halt nicht gefunden werden willst und alle spielen Verstecken, dann ist es natürlich ganz genial, wenn du dir eine komplett andere Straße oder ein anderes Haus aussuchst, weil du wirst garantiert nicht damit in Verbindung gebracht. Und deswegen finde ich halt diesen Schachzug doch ziemlich genial. Mhm. Was die Lehre in der Schule angeht, Michael, da muss ich dir ehrlich sagen, als ich damals in der Schule war und ich habe über Amerika gelernt, das werde ich nie vergessen. Dieser Ausdruck hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Da hat man mir gelehrt, Amerika, diese neue Welt, das war der Schmelztiegel der Nationen. So hatten sie das damals genannt. Weil Leute aus aller Herren Länder, Welt da eingezogen sind damals. Also Deutschland, Niederlande, Frankreich, Spanien, England hauptsächlich. Aber halt da, wo sie in Europa verfolgt wurden, da wurde dann gar nicht so weit drauf eingegangen. Aber Amerika ist ein Volk von Einwanderern und es wurde ein Schmelztiegel der Nation. Diesen Ausdruck, der ist so in meinem Kopf drin, das haben wir damals als Kind so eingebrannt, das werde ich wohl nie vergessen. Und das ist ganz richtig. Du hast diesen Schmelztiegel, du schmilzt alles zusammen und daraus entsteht dann etwas Neues. Und das ist im Grunde genau das, was sie als Basis für ihre neue Weltordnung im Grunde brauchen. Wir hatten in der alten Welt, dadurch, dass das erste Tier, diese tödlich erscheinende Wunde erhalten hat, die Macht verloren. Und diese Macht wurde jetzt übergeschaltet auf das neue Tier, das neue Biest, das da in Entwicklung war, die Vereinigten Staaten von Amerika, das dann die ganze Macht des ersten Tieres übernimmt und schlussendlich durch diese Macht dafür sorgt, dass das erste Tier angebetet wird. Und dann sehen wir ganz deutlich, hier geht es genau darum, was Luzifer bereits sagte, als er im Himmel war mit seiner Rebellion, es geht ihm um Anbetung. Ja? Er hat ja ganz deutlich gesagt in Jesaja 14, Verse 12 bis 15, oder besser gesagt 12 bis 14, was sein Ziel ist. Er will sein wie der Höchste. Er weiß, er kann sich nicht über Gott erheben, weil Gott ist das Höchste, was es geht. Und höher als das Höchste kannst du nicht gehen, aber er will sein wie der Höchste. Und er will die Anbetung erfahren, die Gott zusteht. Und da geht es im Grunde drum, um Anbetung. Im Endeffekt, das ist vielen Leuten im Augenblick noch nicht so deutlich, deswegen verstehen sie auch nicht die Bedeutung des Sabbattages. Weil der Sabbat ist ein Zeichen von unserem Schöpfergott und der Sonntag ist nach vielen Aussagen, die man überall im Internet leicht nachlesen kann, das Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche. Das sagt sie selber. Der Sonntag ist unser Zeichen. Die Frage ist, welchem Zeichen folgt man? Und wenn man halt sich dem Sonntag unterwirft, dann gibt man damit Zeichen, das Biest anzubeten und nicht, wenn man den Sabbat hält, das gibt man nicht, gibt man das Zeichen, den Gott der Bibel anzubeten. Der große Unterschied. Aber auf diese Diskussion will ich jetzt gar nicht drauf ein. Da sind auch viele Leute, die werden das in 100 Jahren noch nicht begreifen, dass der Sabbat nie abgeschafft wurde. Und diese Diskussion will ich jetzt gar nicht anfangen. Das ist mir viel zu dämlich. Die Leute sollten mal lernen, die Bibel zu verstehen, wenn sie sie auch lesen. Und wer das nicht tut und wer das einfach nicht will, der hat dann selber Schuld, der wird es dann nie verstehen. Aber es geht wirklich darum, dass Amerika im Grunde dafür sorgt, dass das erste Biest angebetet wird. Das ist im Grunde die Essenz aus diesem Kommentar, den wir hier ziehen sollten. Das ist im Grunde auch die Essenz, die wir hier aus diesem Satz ziehen sollten. Wo deutlich drinsteht, ich lese es nochmal vor, bevor wir weiterlesen.
alle bisherigen Bemühungen in Amerika, die Kräfte des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus zu bekämpfen, um die Errungenschaften von Liberalismus und Demokratie zu schützen, sind durch die Tatsache zum Erliegen gekommen, dass nur wenige wissen, dass ihre Hauptstärke in ihrer Ideologie liegt, der Ideologie der Jesuiten. Und das hatten wir bereits vorher besprochen, und das seht ihr auch jedes Mal in dem Einleitungsfilm, dass Faschismus die politische Form ist, die am dichtesten bei der römisch-katholischen Kirche kommt. Und wir erinnern uns auch noch an das Zitat von Franz von Papen aus dem Völkischen Beobachter von 1934, wo er sagte, das Deutsche Reich, das Nazireich ist die erste Regierungsform auf der Welt, die die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche nicht nur erkennt, sondern auch durchsetzt. Das ist die Ideologie der römisch-katholischen Kirche. Eine faschistische, nationalsozialistische Ideologie. Erst jetzt, fährt der Autor fort, wird langsam erkannt, dass diese negativen Kräfte niemals überwunden werden können, wenn man sie nur im Sinne wirtschaftlicher Interessen bekämpft. Aber alles, was unter dem Namen Faschismus steht, wird niemals erfolgreich enthüllt werden, bis in vollem Umfang erkannt wird, dass das wesentliche Fundament seiner ideologischen Faktoren in der Vergangenheit verwurzelt ist. Die Amerikaner werden sich niemals dagegen durchsetzen, solange sie nicht die lange vor Hitler und Mussolini in Gang gesetzte Maschinerie ans Licht bringen, die den Fortschritt der protestantischen Reformation und der amerikanischen und französischen Revolution vernichten. Nazifaschismus ist nicht bloß Kaisertum mit schlechten Manieren. Es ist die Speerspitze einer verborgenen Macht, die vor langer Zeit darauf ausging, der postreformatorischen Welt eine neue Ideologie aufzuzwingen. Die Religion, ja, die immer von ambitionierten Unterdrückern benutzt wurde, um den Zielen ihrer politischen Macht zu dienen, ist die Maske, um ihr Handlungsschema zu verbergen. Zur Religion habe ich hier auch noch einen Kommentar aufgeschrieben. Dann wollen wir uns den mal eben durchlesen. Nämlich, dass ihr bitte bedenken sollt, dass Religion, und damit meine ich bis auf ganz wenige Ausnahmen, nämlich in der König-James-Bibel erscheint das Wort Religion, glaube ich, 5-mal, und in der Deutschen Schlachter erscheint es nur ein einziges Mal, dass man also den Glauben an den Schöpfergott als Religion bezeichnet. Normalerweise sind diese Religionen ein von Menschen geschaffener Glaube. Ja? Und das, was viele andere Menschen auch sagen, dass Religion ein Mittel zur Macht und zur Kontrolle ist. Da gebe ich Ihnen recht. Die Religion, die sich nicht auf dem Wort Gottes basiert, die sich nicht auf dem Schöpfergott, nicht auf Jesus Christus basiert, jede andere Form der Religion ist ein Kontrollmechanismus, um die Menschen zu kontrollieren. Ja? Das Wort Religion, der von Menschen geschaffen ist, hat nichts damit zu tun, dem Wort des einen wahren Gottes zu folgen, der durch sein Wort die Bibel zu uns spricht. Ah ja, ich habe sie sogar aufgeschrieben. Das Wort Religion kommt in der König Jakobus Bibel 5-mal vor, in der Deutschen Schlachter nur 2-mal. Ach, 2-mal, nicht 1-mal. Mal eben, wo es vorkommt. Also, in König James kommt es vor, im Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 5, im Buch der Galater, Kapitel 1, Vers 13, 1, Vers 14, Jakobus 1, 26 und Jakobus 1, 27. Und im Deutschen, in der Schlachter 2000, Apostelgeschichte 25, Vers 19, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Und dann Apostelgeschichte 26, also folgendes Kapitel, Vers 5. Da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Das ist Paulus, der hier spricht, wenn ich mich nicht irre. Ja? So wenig kommt das Wort Religion in der Bibel selbst nur vor. Das, was wir auf dieser Erde im Allgemeinen als Religion erfahren, ist von Menschen geschaffener Glaube. Deswegen kreuze ich das mal eben, färbe ich das mal eben hier blau an, dass ihr das auch gut sehen könnt. Römischer Katholizismus ist Aberglaube. Islam ist Aberglaube. Buddhismus ist Aberglaube. Hinduismus ist Aberglaube. Gegenglaube. Aber
ist immer gegen, ne? Ich liebe dich, aber, ach so, das sind Einschränkungen. Ja, genau, so muss man die Worte eben verstehen. Religion in unserem normalen Sprachgebrauch ist ein von Menschen geschaffener Glaube und hat nichts damit zu tun, dem Wort des einen wahren Gottes zu folgen, der sich durch sein Wort, die Bibel, uns offenbart. Da müssen wir eben ganz deutlich drüber sein, dass wir das bitte so verstehen. Also die Religion, die immer von ambitionierten Unterdrückern benutzt wurde, eben diese menschengemachte Glaubensrichtungen, um den Zielen ihrer politischen Macht zu dienen, ist nur die Maske, um ihr Handlungsschema zu verbergen. Obwohl Religion die heiligste aller menschlichen Bedürfnisse ist, und dann sprechen wir natürlich über den wahren Glauben, ja, deswegen sage ich hier nicht Religion, sondern der Glaube an den Schöpfer, den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, also Israel. Aber bitte, bitte versteht, dass ich diese Kommentare nicht jedes Mal machen kann, wenn der Autor Ausdrücke wie diese verwendet. Ihr müsst selbst in der Hinsicht hier ein wenig mitdenken und dann sehen, wo der Autor diese Ausdrücke verwendet und wie wir bitte schön das Wort Religion, wenn der Autor es hier schreibt, verstehen müssen. Verstehen wir darüber den einzigen wahren Glauben an unseren Schöpfergott? Oder verstehen wir darunter eine menschengemachte Glaubensrichtung, um die Menschen zu kontrollieren und in die Irre zu führen? Obwohl Religion die heiligste aller menschlichen Bedürfnisse ist, ist es der einfachste und effektivste Mantel, um einen vergifteten Dolch vor einem Feind zu verstecken. Es wurde immer vom politischen Katholizismus als trojanisches Pferd mit allen Kriegsfacetten verwendet, die sicher in seinen Flanken verborgen waren. Dies ist insbesondere in liberal-demokratischen Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika der Fall, wo eine wohlhabende und mächtige Organisation wie die Kirche von Rom nicht nur gegen offene Angriffe, sondern auch gegen angebrachte Kritik geschützt ist. Die amerikanische Toleranz, ein ganz tolles Wort, auch 2018, ne? Toleranz. Die amerikanische Toleranz, die sich nach hinten lehnt, hat eine rigorose Politik gegenüber führenden Zeitungsredaktionen und Einrichtungen der Meinungsbildung zufolge gehabt, um die Kirche von Rom als heilige Kuh zu behandeln. Ich habe jetzt ein schönes Bild vom trojanischen Pferd vorbereitet, das schauen wir uns dann jetzt hier mal an. Die Auflösung ist nicht ganz so toll, aber wird wohl reichen. Ja? So wie die Trojaner ahnungslos das mysteriöse Pferd, das von den gerissenen Griechen in ihre Tore gestoßen wurde, akzeptiert haben, so hat auch Amerika die heilige Kuh des Katholizismus in Ehrfurcht angenommen und hat es nie gewagt, seine Gegenwart in Frage zu stellen. Amerikaner haben zu Recht Angst davor, religiöser Bigotterie und Intoleranz beschuldigt zu werden, da sie sich seit langem dafür rühmen, die Freiheit der Religionsausübung und die Freiheit der Meinungsäußerung für alle zu garantieren. Sie hatten daher keine Möglichkeit, eine offene Untersuchung einer Organisation zu rechtfertigen, die verdächtigt wird, Dynamit zu verbergen, das, ausgelöst von anderen gefährlichen Kräften in ihrer Mitte explodieren, und die Verfassung zerstören könnte, die sie selbstsicher, wohlhabend und tolerant gegenüber der katholischen Kirche gemacht hat. Es gibt hier ein sehr schönes Zitat, was ich mal eben vorlesen möchte. Von Marie-Joseph-Paul-Yves-Roche-Gilbert-Dumontier. Ein langer Name, der einem gar nichts sagt, aber Marquis de Lafayette, den kennen viele. Und eben dieser hat damals prophetisch gesagt, Zitat, wenn die Freiheiten des amerikanischen Volkes jemals zerstört werden, werden sie durch die Hände des römischen Klerus fallen. Lafayette war oder hat gedient unter George Washington, hat sein Kind, seinen Sohn, zur Ehre von George Washington genannt und war ein Hochgrad-Freimaurer. Und der wusste ganz deutlich, worüber oder ganz sicher, wovon er gesprochen hat. Ist da von eurer Seite irgendwie mal was beizutragen oder soll ich lieber fortfahren mit der Lesung? Also bis jetzt komme ich mit. Schön. Keine Fragen, keine Bemerkungen. Victor auch nicht? Man könnte das nochmal so schön zusammenfassen, vielleicht
mit den eigenen Worten, wie wir auch aus einem vorigen Kapitel ja auch das Zitat noch uns vor Augen führen von Bismarck aus dem Memoiren, ne? Das Schwert, das Deutschland, das Schwert. Von dem deutschen Kaiser, ja. Genau, von dem deutschen Kaiser. Das kommt doch, glaube ich, erst noch, ne? Oder hatten wir das schon gelesen? Hatten wir schon gelesen in den vorigen Kapiteln? Ja, ne? Das hatten wir schon gelesen, ja. Ah, ja. Das war von dem Kaiser, ne? Von Kaiser Wilhelm II., ne? Genau. Der und hatte... wenn man das jetzt so betrachtet, wollte ich nur kurz anfügen, dass die, was man sozusagen, ja, dass Amerika dann das Schwert dann übernommen hat, ne? Also für den, jetzt nach dem Krieg sozusagen, als Deutschland dann seine Schuldigkeit dann getan hatte, sozusagen. Bei Amerika sind verschiedene Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir uns Amerika anschauen. Amerika wurde von Jesuiten gegründet. Amerika ist das einzige Land auf dieser Welt, das niemals die Jesuiten rausgeschmissen hat. Ich meine, es gab ja noch Länder, die haben nach der Wiedereinführung der Jesuiten 1814 Jesuiten auch wieder von ihrem Land verjagt. Die Franzosen haben sie rausgeschmissen, die Deutschen haben sie rausgeschmissen, 1872 unter Bismarck. Ja, und verboten. Und andere Länder auch noch. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Jesuiten niemals verboten. Haben die Jesuiten niemals rausgeworfen. In der ganzen Zeit nicht. Und das Zitat, von dem du gerade sprichst, vollkommen richtig, was man sich ruhig nochmal eben ins Gedächtnis rufen sollte. Das wurde also gemacht oder ist niedergeschrieben in den Memoiren von dem damaligen deutschen Kaiser Friedrich Wilhelm II., der das Deutsche Kaiserreich regierte zwischen 1860er Jahren bis zu seinem Abdanken 1918 zum Ende des Ersten Weltkriegs, der sich in den 1880er Jahren mit Antichrist Papst Leo XIII. Getroffen hat und wo Antichrist Papst Leo XIII. Von dem Kaiser gefordert hat, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa sein soll. Und auf seinen Einwand hin, Papst, Entschuldigung, aber wir leben nicht mehr zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, hat der Papst nicht nachgelassen und trotzdem darauf bestanden, dass eben Deutschland diese Rolle übernehmen soll. Und Deutschland hat diese Rolle übernommen und wurde für diese Rolle immer wieder gestraft. Und das ist eben das typische Jesuitenspiel, von beide Seiten zu kontrollieren. Und ich nenne jetzt mal nur die beiden Hauptspieler, ich nenne jetzt mal nur mal Deutschland und wie du eben auch richtig angeführt hast, Viktor Amerika. Ja, Deutschland sollte das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein und die Vereinigten Staaten sind auch das Schwert der der römisch-katholischen Kirche. Und warum? Weil die Vereinigten Staaten von Amerika von Jesuiten gegründet wurden und die Jesuiten ein militärischer Orden sind. So, und wenn zwei Schwerter aufeinander schlagen und miteinander kämpfen, dann gibt es ein Schwert, das ist ein bisschen härter als das andere und eins von beiden gewinnt immer. Und hier war es zwar, dass Deutschland zwar ein Schwert der römisch-katholischen Kirche war, aber ich sage es mal so, der Stahl des Schwertes der Deutschen war nicht so hart wie der Stahl des Schwertes der Amerikaner. Und deswegen hat Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren und deswegen hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren. Deutschland war dafür da, um Unruhe in Europa zu stiften und bestimmte Ziele in Europa zu verfolgen, aber im Endeffekt, um dann von einer anderen Macht, ich sag mal jetzt salopp, auf die Schnauze zu kriegen und im Grunde bestraft zu werden, wobei der normale Zuschauer völlig aus der Sicht verliert, dass sowohl die eine Seite, Deutschland, als die andere Seite, Vereinigte Staaten von Amerika, von denselben Puppenspielern kontrolliert werden. Und das ist eben alles nur Theater. Weil wenn Deutschland und Amerika als Feinde gegeneinander schlagen, oder Deutschland und Russland als Feinde gegeneinander schlagen, oder die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland als Feinde gegeneinander schlagen, die Puppenspieler sind immer dieselben. Und die einzigen, die gewinnen bei diesem Schwerterkampf zwischen Ost und West oder Nord und Süd oder rechts und links, wie man es auch immer nennen will. Die einzigen, deren Agenda dabei fortschreitet, ist die Agenda des Antichristen. Von daher nehme ich immer gerne dieses Beispiel von der Großvateruhr. Das erinnert ihr euch, also da habe ich auch früher schon mal drum gesprochen. Das Pendel in der Uhr schlägt von rechts nach links, aber das Einzige, was sich verändert, das sind die Zeiger oben an der Uhr. Das Pendel selber, da verändert sich nichts. Der Vogel fliegt, dadurch, dass sich der rechte und der linke Flügel bewegen, aber die Flügel bestimmen nicht die Richtung des Vogels, das ist der Kopf.
Und das ist hier in diesem Fall, sind das die Jesuiten. Fand ich eine gute Bemerkung von dir, nochmal eben auf das Zitat von Kaiser Wilhelm aus seinen Memoiren zurückzukommen, Viktor. Dankeschön. Dann hast du noch was weiteres oder soll ich dann weiterlesen mit der... Nee, ansonsten sonst war nur kurze das, was mir noch eingefallen ist dazu. Prima, war aber eine gute Bemerkung. Dankeschön dafür. Beobachter in Amerikas Elfenbeintürmen sind blind für die wahren Fakten hinter dem gegenwärtigen Umbruch, der jede Aussicht auf postreformatorischen Liberalismus aus der Welt auszulöschen droht. Dies liegt zu einem großen Teil an der subtilen Doppelzüngigkeit, die es den Jesuiten ermöglichte, aufgrund der erfolgreichen Bemühungen des Nazifaschismus der Welt eine völlig neue Ideologie aufzuzwingen. Während es gleichzeitig in protestantischen Ländern so erscheint, dass die katholische Kirche auf der Seite der Demokratie steht, ist sie tatsächlich eines der wichtigsten Bollwerke der Demokratie. Ihr wirkliches Ziel und die Mittel zum Zweck können jedoch nur durch eine Untersuchung ihrer Aktivitäten vor und nach dem Aufstieg des Faschismus erkannt werden. Die Jesuiten legen einen feierlichen Eid ab, um den Kreuzzug der katholischen Restauration zu führen, deren Erfolg immer von der vollständigen Zerstörung des Protestantismus und seiner zunehmenden Liberalisierung des politischen und sozialen Lebens in den letzten 400 Jahren abhängt. Denn der Protestantismus hat die politische Macht des Papsttums in der Vergangenheit untergraben. Der Protestantismus machte die Religion zu einer Frage der individuellen Wahl. Er befreite das Individuum vom Autoritarismus der Könige und antichristlichen Päpste. Der Protestantismus befreite den Zivilstaat von der kirchlichen Einmischung. Ja, wir müssen uns ja hier immer wieder vor Augen führen, meine Lieben. Nach der römisch-katholischen Kirche, kanonischen Recht, Politik, steht die spirituelle, die geistliche Macht über der weltlichen Macht. Das ist auch eine Sache, die werden wir noch wunderbar sehen in der Buchlesung von Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, wo ich genau im Augenblick im fünften Kapitel über eben diese Dinge spreche. Das sind so Kapitel mit dem Untertitel über die weltliche Macht wie heißt das hier? Die abendländische Kirche, Haltung der orientalischen und afrikanischen Kirche, ja, war schon zu weit hier. Also ich finde das jetzt hier nicht gerade, um das wieder nachzuschauen, aber es geht im Grunde genau darum, wie die römisch-katholische Kirche es schafft, auch in der Inquisition mit ihren Inquisitionsgerichten, mit ihren Inquisitionstribunalen Ketzer zu verurteilen, und zwar als Ketzer und damit ein Todesurteil auszusprechen, aber die römisch-katholische Kirche führt dieses Todesurteil nicht aus. Die Exekution des Urteils wird der weltlichen Macht übertragen. Und die Kirche ist schön im Hintergrund und reibt ihre Hände sozusagen in Unschuld. Hey, wir haben die Leute ja nicht umgebracht, wir haben nur das Urteil gesprochen, aber die weltliche Macht hat das Urteil dann durchgesetzt. Ja? Wir sprechen so schön in der Demokratie, in der wir so gesagt leben, von der Gewaltenteilung. Wir haben die Legislative als gesetzgebende Macht, wir haben die Exekutive als ausführende Macht und wir haben die Judikative als juristische Macht dahinter, ne? Diese dreiteilige Gewaltenteilung. Aber die römisch-katholische Kirche, die versteckt sich hinter all diesen dreien und leitet all diese dreien. Und wenn all diese drei verschiedenen Machten von ein und derselben Hand gelenkt werden, kann man dann noch von Gewaltenteilung sprechen? Nein. Und das ist eben das Problem. Deswegen haben so viele Menschen ein Unrechtsempfinden in dem sogenannten Rechtsstaat, in dem wir leben. Ob das jetzt Belgien ist, wo ich lebe, Deutschland, wo ihr beiden lebt, Amerika, wo viele andere Leute leben. Viele normale Menschen, sage ich jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher auf der Straße, der John Doe, wie man das im Englischen sagt, haben ein Unrechtsempfinden in dem Land, in dem sie leben. Weil sie zwar verstehen, dass ihnen garantiert wird, dass in dem Land, in dem sie leben, eine Gewaltenteilung vorherrscht, aber sie merken, dass diese Gewaltenteilung in der Praxis nicht da ist.
Und die ist deswegen nicht da, weil die römisch-katholische Kirche von sich den Anspruch hat, dafür zu sorgen, dass die weltliche Macht, sei es die Legislative, sei es die Exekutive, sei es die Judikative, all diese drei weltlichen Mächte sind der geistlichen Macht der römisch-katholischen Kirche unterstellt. Und damit leben wir, auch wenn es nach außen hin die Form einer Republik hat, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie in Deutschland die Form hat einer Demokratie, leben wir doch in einer Diktatur. Und es gibt eine Aussage von George W. Bush, dem Präsidenten zwischen 2000 und 2008 in den Vereinigten Staaten von Amerika, der meinte, dass sein Job eine ganze Menge leichter wäre, wenn das eine Diktatur wäre, in der er regiert. Und dann fügt er lachend hinzu, solange ich der Diktator bin. Und genau so war's. Da wird den Leuten die Wahrheit ins Gesicht geschmissen und sie erkennen es immer noch nicht. Gewaltenteilung ist ja schön, aber es ist nur in der Theorie so. In der Praxis ist es nicht so. Und deswegen haben viele Leute dieses Unrechtsempfinden in dem eigentlichen Rechtsstaat, in dem sie leben. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, meine lieben Viktor und Michael, das geht euch doch nicht anders, oder? Wenn ihr euch in Deutschland auf der Straße umschaut, wenn ihr im täglichen Leben in Deutschland seid, habt ihr dann nicht auch dieses Gefühl, in einem Unrechtsstaat zu leben? Ich sag mal so, ich hatte vor der Lesung ein längeres Telefonat mit einem Bekannten von mir, der VWL, Volkswirtschaftslehre, studiert hat. Und ihm habe ich gesagt, dass alles, was er gelernt hat, er de facto vergessen kann. Denn so, was, wie er es in der Schule gelernt hat, ob jetzt halt Rechtsstaat oder Volkswirtschaft, funktioniert das einfach in der Praxis nicht. Da gibt es in der VWL beispielsweise Kartellabsprachen, Preisabsprachen. Da gibt es Konzernbildung, da gibt es Manipulationen von Börsenkursen und so weiter und so fort. Es funktioniert nicht so wie das, was uns in der Schule beigebracht wird. Und dieses Empfinden muss man halt einfach haben, wenn man, wie ich jetzt auch noch einen leicht juristischen Hintergrund hat, familiär bedingt. Da weiß ich halt, dass hinter den Kulissen halt ganz andere Dinge toben. Aber das ist halt die Propagandamaschine, die läuft so dermaßen auf Hochtouren, dass man da als Einzelner halt einfach gegen Übermacht von 99% der Leute steht, die einen halt einfach nur mit einem Fragezeichen in der Luft angucken und dann an die Stirn tippen. Und du, der die Wahrheit sprichst, halt einfach der Depp ist. Und da gibt es halt ein schönes Sprichwort aus dem Chinesischen, was da heißt, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Ja, ist sicherlich verkehrt. Victor, hast du irgendwie so Geschichten aus dem Leben, die du erzählen kannst, wo du auch mit diesem Unrechtsempfinden doch irgendwo konfrontiert wurdest und eine ähnliche Erfahrung hast, wie was uns der Michael hier gerade geschildert hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt sicherlich da so weit zurückgehen, dass das schon da anfängt, sage ich mal, an dem Punkt, wo ich lesen und schreiben und denken so angefangen habe zu lernen, in Anführungsstrichen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, also das hat sich aber mit der Zeit jetzt gelegt, seitdem ich jetzt mehr und mehr mich mit der Bibel befasst habe, sehe ich das halt alles so mehr als ein Übel, die der Satan stiftet, der Teufel stiftet. Und ja, ich bin halt, sage ich mal, immer so dann doch eher so der so veranlagt, sage ich mal, immer lösungsorientiert, ja, zu denken, zu handeln. Und ich fand halt so die Bibel für mich da so eine sehr, sehr gute Hilfestellung, dass ich das eher als ein, ja, so dann auch eher so als ein Symptom betrachte, weil ich jetzt weiß, wo das Übel, also die Quelle des Übels liegt. Und ja, das ist, kennt ihr vielleicht auch manchmal von einer Krankheit oder so, ne? Dann hat man vielleicht so einen Ausschlag aus der Haut oder so und dann weiß man aber an sich, muss ich jetzt nicht unbedingt jetzt mich unbedingt sehr auf diesen Ausschlag konzentrieren, sondern mehr eigentlich mich an die Ursachenforschung begeben. Und ja, deswegen, es ist für mich mittlerweile irgendwie ein bisschen einfacher geworden. Ich glaube, so dieser allgemeine Stresslevel, der ist dann auch bei mir ein bisschen mehr gesunken. Ja, aber man neigt dann doch irgendwo, auch weiß ich aus der Vergangenheit, doch manchmal auch so aus der Haut zu fahren. Und ja, das kann natürlich dann auch so weit gehen, dass man dann auch irgendwo so innerlich ein bisschen verzweifelt. Ne? Kennt ihr ja sicherlich irgendwo auch. Ich meine, wenn ich dem etwas zufügen darf, das, was du gerade eben
zusammengefasst hast, ist im Grunde, dass wenn man in dieser Welt lebt, wenn man in dieser Welt erzogen wird, wenn man in dieser Welt ausgebildet wird oder wie man ja eigentlich besser sagen kann, indoktriniert wird in unserem Schulsystem. Und nicht nur in dem Schulsystem, sondern neben dem Schulsystem ja auch noch. Die Indoktrination hört ja in der Schule nicht auf, aber da fängt sie natürlich erstmal an. Dass man irgendwo merkt, dass in der Schule Dinge gelehrt werden, die einem so im wirklichen Leben doch gar nicht weiterhelfen. Bestimmte Dinge braucht man zwar, bestimmte Basisdinge, lesen, schreiben, Basisrechnen, natürlich, die braucht man. Aber alles andere, was einem in der Schule gelehrt wird, ist eigentlich mehr oder weniger auf einmal nur noch Theorie. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Kannst mich ja unterbrechen, wenn ich falsch bin. Und wenn man dann auf einmal merkt, dass diese Theorie einen nur dahin bringt, dass man irgendwo merkt, ich lerne in der Theorie, dass es so sein sollte, aber wenn ich in die Praxis gucke, ist es im Grunde ganz anders, dann hat das in dem Fall, und das ist der Punkt, auf den du hinaus wolltest, den ich sehr schön finde und den ich gerne unterstreichen möchte, hat es bei dir dazu geführt, dass du zur Bibel gefunden hast. Nach dem Motto, ich habe gemerkt, wie ich in der Schule Dinge gelehrt bekommen habe, ich habe gemerkt, wie ich in meiner Familie Dinge gelehrt bekommen habe, wie ich in der Gesellschaft Dinge gelehrt bekommen habe, wie ich durch Fernsehen und andere Medien Dinge gelehrt bekommen habe, Dinge zu sehen. Und die machen alle irgendwie, wenn man die Linien durchzieht, wenn man die Straßen zu Ende fährt, dann macht das alles irgendwie keinen Sinn. Das führt nirgendwo hin. Und das hat dich dann im Grunde mehr oder weniger in die Bibel reingeleitet. Kann man das so vielleicht ein wenig zusammenfassen, Viktor? Ja, das hast du gut in deinen eigenen Worten zusammengefasst, ja. Stimme ich dem mit dem überein. Und genauso war es bei mir im Grunde auch, als ich damals angefangen hatte mit den Studien zur sogenannten neuen Weltordnung, als der Joachim mich drauf gestoßen hat und sagte von, ey Jörg, du bist doch so ein rechtschaffener Mensch, du möchtest doch immer so gerne die Wahrheit haben. Glaubst du denn wirklich, dass 9/11 sie so zugetragen hat, wie sie uns erzählen? Das hat er mir 2010, hat er mich das gefragt. Ich habe mich um 9/11 davor nie gekümmert, war mir schnurzpiep egal. Hauptsache, ich konnte meine Fernsehserien gucken und ich konnte Poker spielen und ich konnte Snooker spielen und ich konnte meinen Job machen und ordentlich Geld verdienen. Der Rest war mir doch schnurzpiep egal. Und dann auf einmal war das so eine Frage, die da hinkam und dann habe ich auf einmal die Dinge in Frage gestellt und dadurch habe ich im Grunde zur Bibel gefunden oder das war der Punkt im Grunde, an dem Gott mich gezogen hat und auf eine selbe Art und Weise oder eine vergleichbare Art und Weise wird Viktor das mitgemacht haben und auf eine vergleichbare Art und Weise mehr oder weniger wird auch Michael das mitgemacht haben und auf eine dann hoffentlich wieder vergleichbare Art und Weise hoffe ich, dass viele von euch das mitgemacht haben, die ihr dieses Video schaut. Und falls ihr das noch nie mitgemacht habt, dass dieses Video oder diese Lesung und diese Serie dieser Lesung, diese Buchserie dazu beitragen kann, dass ihr auf einmal die Unrechtmäßigkeit in der Welt erkennt, wo uns im Fernsehen und überall in der Schule immer eine schöne neue Welt vorgespielt wird. Aber wehe, man fängt mal an, irgendwo hinter die Kulissen zu schauen und Dinge zu hinterfragen, dann ist auf einmal alles gar nicht mehr so schön. Seht ihr, das ist ja genau das Gleiche mit Schauspielern, wenn man zum Beispiel gerne mal ins Theater geht. Die Schauspieler, die da oben auf der Bühne stehen, bevor die auf die Bühne gehen, werden die erstmal geschminkt. Eine halbe Stunde, eine Stunde, die legen eine Maske an. Deswegen nennt man es ja auch eine Maske. Die geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sind. Und dieses Vorgeben, etwas zu sein, was es nicht so ist, das tut der Teufel mit der ganzen Welt, mit uns, unser ganzes Leben lang. Und wir können nur auf die Knie fallen und Gott dafür danken, dass er uns da rausgeführt hat und die Erkenntnis gegeben hat, dass wir sein Wort studieren, die Bibel, und dass wir Jesus Christus dadurch kennenlernen, und dass wir dankbar sein müssen für die Gnade, diese unendliche, unverdiente Gnade, ohne irgendwelche Werke getan zu haben, ohne irgendein Zutun von uns, dass Gott uns da rausgezogen hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, hinter diese Maske zu schauen, die Maske der Schauspieler wegzunehmen und dahinter zu schauen und die wahren Gesichter zu erkennen und im Grunde überall die furchtbare Fratze des Teufels gesehen zu haben. Das ist, worauf es hinauskommt. Und das ist im Grunde auch das, womit dieses
dieses Kapitel in dem Buch sich beschäftigt, das heißt ja nicht für nichts das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Ja? Wir lesen hier in diesem Teil dieses Buches ganz deutlich über das trojanische Pferd. Was ist denn das trojanische Pferd anders als eine Maske? Es sieht aus wie ein schönes Geschenk und dahinter verbirgt sich eine tödliche Waffe. Und genau das ist der Katholizismus auch. Ja? Wo wir jetzt gerade eben den Satz gelesen hatten hier, der Protestantismus befreite den Zivilstaat von der kirchlichen Einmischung. Der Protestantismus, die Zurückkehr zur biblischen Lehre, hat den weltlichen Führern gezeigt, dass sie nur eine Puppe des Papstes sind und hat zu Rebellion geführt. Und daraufhin hatten wir dann damals das Konzil von Speyer in 1529 und den jetzt komme ich nicht mehr drauf, das heißt den Reichstag von Augsburg in 1530, wo denn damals auch der Protestantismus wirklich gegründet wurde, weil es war dort, dass die verschiedenen deutschen Herrscher sich auflehnten gegen den römischen Kaiser und gegen die Autorität der kirchlichen Einmischung der römisch-katholischen Kirche und gesagt haben, nicht mit uns. Wir wollen die wahre kirchliche Lehre. Wir wollen die wahre, den wahren Jesus Christus und nicht den aus der römisch-katholischen Kirche. Dieser kleine Satz, den ich jetzt eben hier farblich einkleiden werde, in dem Dokument, das wir uns gut erinnern, den gelesen zu haben, der Protestantismus befreite den Zivilstaat von der kirchlichen Einmischung. Der Protestantismus hat dem zivilen Staat im Grunde gezeigt, was sich hinter der Maske des Katholizismus versteckt und hat dafür gesorgt, dass ein großer Teil von Europa, ein großer Teil der Welt zur Zeit des Protestantismus, zur Zeit der sogenannten Reformation von dem römischen Joch befreit werden konnte. Ja, und das finde ich so nach einer Stunde Lesung einen schönen Abschluss. Wir werden natürlich nächstes Mal nochmal am Anfang dieses Absatzes anfangen, um darauf zurückzugehen. Aber ich habe, glaube ich, für diese Stunde gesagt, was ich gerne sagen wollte und möchte gerne abschließend noch erst Michael und Viktor noch ein paar abschließende Worte sprechen lassen. Bitte schön, Michael. Ja, hallo Jörg, danke für die Chance, noch ein Schlusswort dabei zu fügen. Bei diesen ganzen Lesungen fällt mir immer ein, dass viele Kommentare, die bei dir unter den Videos geschrieben werden, doch teilweise sehr heftige Anfeindungen ergeben, aus dem ganz einfachen Grunde, dass Menschen ihre eigene Ideologie nicht hinterfragen und auch nicht bereit sind, mal ein Jota von dem abzuweichen und sich mal eine andere Version anzuhören und sich mit der Bibel zu beschäftigen. Und da das hier ein Bibelkanal ist, muss ich ganz ehrlich sagen, argumentieren die halt einfach von der völlig falschen Position. Was ich gerne mal mit in die Waagschale schmeißen würde, ist halt einfach der Unterschied zwischen der positiven oder schöpferischen Seite und der negativen und der destruktiven Seite. Denn die Lüge ist immer kompliziert und braucht ganz viele Maskeraden. Die Wahrheit dagegen ist einfach gerade und direkt. Und wenn wir da Jesus zitieren wollen aus dem Johannesevangelium, habe ich mir mal zwei Bibelverse gerade zurechtgelegt. Der erste ist Johannes Kapitel 8, Vers 44, der heißt, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun, denn er ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und im Gegensatz dazu sagt Jesus von sich selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in Bezug auf Wahrheit und Lüge kann man meiner Meinung nach seismografisch ganz gut vorgehen. Je komplizierter ein Gesetzestext, je komplizierter überhaupt ein ganzer Vorgang ist, desto eher ist er einfach nicht von der Wahrheit getragen. Denn die Wahrheit ist eigentlich recht simpel. Der allmächtige Gott hat uns dafür 10 Gebote gegeben. Und die Menschen brauchen tausende Gesetzestexte, um alles Mögliche zu exkludieren, auszuschließen, umzuformulieren, mit Sophistry, Casuistry etc. pp. Zu argumentieren,
nur um den Menschen zu verwirren und ihm eigentlich von dem wahren Weg der Wahrheit abzubringen. Denn wenn man tatsächlich die Wahrheit leben will und in Wahrheit leben will, dann kommt man zwangsläufig zur Bibel. Das ist zumindest bei mir so gewesen. Und ich habe bestimmt 20 Jahre lang zugebracht und alle möglichen Pfade durchforscht und bin schlussendlich für mich zu dem Kontext gekommen, dass der Weg der Wahrheit der einzig Rechtschaffende ist. Denn da muss ich nicht nach links und nach rechts und nach keiner Ausnahme gucken. Denn ich wandle einfach auf dem Pfad der Wahrheit. Und das ist die schlimmste Waffe, die man haben kann, indem man einfach die Wahrheit sagt. Das können die meisten überhaupt nicht vertragen. Ich meine damit nicht undiplomatisch zu sein. Ich meine damit einfach eine Sache so zu sagen, wie sie ist. Denn das ist das, was in dieser Welt da draußen des Antichristen absolut verhasst ist. Liebe und Wahrheit. Das war mein Schlusswort. Sehr schön. Danke dir dafür, Michael. Und Viktor? Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen kürzer halten. Dann wollte ich noch anfügen, dass ich ja auch aus eigener Erfahrung und wahrscheinlich viele andere auch aus ihrer Erfahrung wissen, dass im Grunde der schwerste Job auf dieser Welt ist es, gegen den Strom zu schwimmen. Und das bedeutet, die Wahrheit auszusprechen und sie auch zu leben. Und ich bin allen Menschen sehr verbunden, die sich dafür entschlossen haben, auch gegen den Strom zu schwimmen. Und da möchte ich mich auch an dieser Stelle wieder bedanken für eine ganz, ganz hervorragende, tolle Lesung. Ich freue mich wieder auf eine kommende Stunde der Wahrheit mit euch und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, Viktor. Vielen Dank, Michael. Und ich möchte zum Schluss nochmal auf jede von euch beiden gemachten Bemerkungen eingehen. Michael hat die 10 Gebote angeführt, als zu sagen, die Wahrheit ist so einfach und Gott ist so einfach und Gott macht nur 10 Gesetze. Und wenn man sich das anguckt, die zwei steinernen Tafeln, mit denen Moses vom Berg Sinai zurückkam, die auf Vorder- und Rückseite beschrieben waren durch den Finger Gottes selber, wo er die Gesetze für Israel aufgeschrieben hat, die im Grunde auch die Gesetze für jeden bibelgläubigen Christen sind, dann sieht man, wie einfach diese Gesetze sind. Und Jesus Christus hat diese Gesetze dann sogar noch einmal vereinfacht, indem er sie zusammengefasst hat und zu 2 Gesetzen nur gemacht hat und gesagt, das erste Gebot ist, du sollst deinen Vater im Himmel lieben mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft und mit all der Liebe, die du hast. Und das zweite Gebot ist gleich dem ersten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat es simplifiziert. Und wenn wir uns dann mal in die Geschichte begeben, dann finden wir als ältesten archäologischen Fund sumerische Gesetzestafeln, wo über 800 verschiedene Gesetze bereits aufgeschrieben sind. Da wurden im Grunde von den 10 Gesetzen, die Gott den Menschen gegeben hat, eine kompliziertere Version gemacht mit mehr als 800 Gesetzen in diesen sumerischen Tafeln. Und wenn man heute sich mal in eine Bibliothek begibt, in eine juristische Bibliothek und nach Gesetzesbüchern schaut, dann wisst ihr ja selber, wie kompliziert das Gesetz heutzutage gemacht ist. Und das ist genau der Punkt, den Michael hier gemacht hat. Je komplizierter das ist, desto weniger steigt dann noch einer durch. Und das ist auch der Punkt. Es geht um Verwirrung. Ja? Das war der Punkt, den ich zu Michael eben nochmal sagen wollte. Und zu Viktor wollte ich gerne sagen, du sagtest, dass es sehr schwer ist, um gegen den Strom anzuschwimmen. Das ist richtig. Wenn man zur Quelle will, wenn man zur Wahrheit will, dann muss man gegen den Strom schwimmen. Und nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und hierbei möchte ich es für heute belassen. Maranatha.